Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Mit dem heutigen Antrag lädt uns die Fraktion der FDP dazu ein, eine überfraktionelle Arbeitsgruppe zum Thema Zukunft des Handwerks einzusetzen. Wir nehmen diese Einladung sehr gerne an. Der sprichwörtliche goldene Boden des Handwerks ist nicht selbstverständlich. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Attraktivität, die früher selbstverständlich war, muss heute wieder erarbeitet werden. Der goldene Boden des Handwerks muss mit Mikrochips gepflastert werden. In dem Antrag wurden ja schon zahlreiche Problemfelder und Chancen aufgezählt, denen sich das Handwerk gegenübersieht. Es geht um die Sicherung des qualifizierten Nachwuchses, es geht um das Bildungssystem und um die Energiewende. Und es geht um die Digitalisierung, die auch die Berufsfelder im Handwerk stark verändern wird. Wir müssen uns darauf einstellen, dass alte Qualifikationen entwertet und neue Qualifikationen nachgefragt werden. Wir hatten zu diesem Punkt Digitalisierung im Handwerk im März bereits einen Entschließungsantrag gestellt und freuen uns, dass die FDP dieses wichtige Thema zu einem der Kernfragen dieser Kommission machen möchte. Auch auf die Handwerkskammern selbst kommt Änderungsbedarf zu. Wenn sich der Antrag so lesen sollte, als ob das Kammerwesen keine Veränderungen vornehmen müsste, wäre das unserer Meinung nach voreilig. Gleiches sehen wir für den Meisterzwang. Die Ergebnisse sollte man nicht vorwegnehmen. Jedenfalls sollte die Enquete in dieser Hinsicht auch ergebnisoffen sein. Wir stimmen der Einsetzung der Enquete gerne zu. Bis der Abschlussbericht der Kommission vorliegt, dürfen wir allerdings nicht in Stillstand verfallen und sollten reformfreudige Handwerkskammern in ihrem Anliegen unterstützen. 2 Jahre sind eine lange Zeit, in der die Informationsrevolution ungebremst weitergeht. Vielen Dank.